fills up this quiet town. I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you've never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Ja, Kaffee am Start. Neuer Tag, neues Glück. Jo. So, jetzt sind wir weitergefahren. Wir haben ja gesagt, wir wollen nach Ptui. Achso, Ptui war der ursprüngliche Plan. Aber ihr wisst ja, wir sind da schon mal ein bisschen spontaner unterwegs. Wir haben alles wieder weggehauen. Und sind jetzt nach Bled gefahren, zum Bleder See. Stehen hier auf einem sehr schönen Stellplatz. Ja, wir sind oberhalb vom Bleder See. Fox Creek kommt dann oben so oberhalb, steht so ein bisschen auf so einem Berg, hat einen super Ausblick. Und ja, das zeige ich euch gerne mal, wenn der Regen nachgelassen ist. Es regnet hier, also, und sind nur 13 Grad, das ist fürchterlich. Sommer nennt sich das. Die Rezeption war nicht besetzt hier, aber die kam dann raus. Sehr, sehr nette junge Dame, hat mir alles erklärt hier und Karte mitgegeben für Bled und für die Klamm und genau. Ja. Also wir haben vor, wir wollten eine Radtour um den Bleder See machen und wir wollten dann auch zu dieser Klamm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Und da ist auch der Wasserfall oder ein Wasserfall. Und das wollen wir alles mit dem Fahrrad machen. Also die Abenteuer reißen nicht ab. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, dass der Regen aufhört. Soll genau. Wann soll das besser werden? Heute Nachmittag? Okay, Freitag vielleicht. Habe ich schon gesagt, heute ist Mittwoch, habe ich schon gesagt. Ja. Ne? Mittwoch der 12. Auf jeden Fall hat sie gesagt, wenn man zur Klamm will, dann muss man sich vorher online anmelden. Okay, das müssen wir noch machen. Ja. Sonst noch irgendwas? Weiß ich nicht, fällt mir gerade mal nichts ein. Nee, Strecke war 2 Stunden. Ja. Von Maribor nach Bled über Ljubljana. Ja, kein Stau, kann man nicht sagen. Nö, war nichts, ging zügig durch. Ein bisschen Verkehr, ja. Ja. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Haben wir jetzt schon hier gesagt, also Strom ist inklusive. Wasser ist inklusive. Wasser ist inklusive. Fähr- und Entsorgung inklusive. Ja, die Toiletten, also Chemietoilette. Hier ist so ein kleines Häuschen, da ist auch ein WC. Drin? Nee, nur WC, okay. Glaube ich. Also ein WC. Mülltonnen ja. Und die Grauwasserentsorgung ist den Berg runter, um die Ecke. Also vorher Grauwasserentsorgung, dann hier hochfahren. Genau. Oder hinterher. Und der Wasseranschluss ist direkt hier am Platz. Strom ist auch direkt hier am Platz. Ja. Für zwei. Immer, das sind ja. Parzelle für zwei. Ich würde es euch gerne zeigen, aber dann werde ich nass. So. Unser Zuckerschnütchen. Ja, Zuckerschnütchen. So, was haben wir denn noch hier gehabt? Ansonsten bin ich ja nur hier hochgefahren. Aussicht Bombe? Ja. Schon cool? Ja, Aussicht ist. Also wenn der Scheibenwischer nicht stört, ne, dann ist das schon schön. Wenn die Sonne scheint, ja. Die Sonne scheint den Strömen. Gut. Ja, hört ja irgendwann auch auf. Irgendwann sind die Wolken ja leer. Hoffe ich. Bis die Wolken wieder lila sind, ja. Gut, wir melden uns, sobald wir hier noch was zu erzählen haben, oder? Ja, genau. Vielleicht passiert ja heute gar nichts mehr. Ich glaube, was soll denn hier nun passieren? Ja, das aufhört zu regnen, dann können wir nach Bled reinfahren.
zum Beispiel. Also der Regen hat jetzt tatsächlich nachgelassen. Er hat aufgehört, nicht nachgelassen. Entschuldigung, also stark nachgelassen ist aufgehört. Und wir sind jetzt nochmal runter zum Bleder See gefahren. Ja. Und jetzt guckt euch das mal an. Das ist auch mega, oder? Ey, man, bei Sonne wahrscheinlich schimmert das Wasser noch mehr. Ja, aber das ist schon, man munkelt, aber das ist schon nice. Ja. Das waren jetzt knapp 2 Kilometer von unserem Stellplatz aus, ne? Ungefähr, ja. Ja. 2,8. So, knapp 3 Kilometer. Und ja. Ja, bin jetzt schön. Schon schön, ja. Schon ja, schön. Ja. Ist zwar touristisch voll erschlossen, aber ist doch klar. Will doch jeder sehen, wir ja auch. Ja, ja. Nee, mega. Also, wir gucken mal, was wir noch machen hier. Genau. Eigentlich wollten wir nur ein bisschen bummeln, ne? Eigentlich nur ein bisschen einkaufen und ein bisschen uns bewegen, so. Das ist ja bummeln. Ja. Schatzi Mausi, tucken süß. Verlasse. Guck mal hier, den hier. Da ist der Wasserfall mit drauf. Wir machen das jetzt interaktiv. Ihr sucht jetzt aus und wir kaufen es. Geht das? Welchen hast du jetzt ausgesucht? Den da. Genau, das haben auch die meisten hier auch gewählt. Ja. Guck mal, ob ich da was kriege. Wäre auch noch eine Erfindung, ne? Interaktive Videos. Hallo. Also. Es ist schon nice hier. Ja. Wir stehen hier auf dem P1, nicht Caravan Center. Sondern in Bled immer noch. Ja. Wir wollen jetzt mal zu dieser Windgar-Klamm. Ja. Und zu dem Wasserfall. Und da gibt es hier so einen Shuttlebus, der dich da hochbringt. Und da stehen wir jetzt gerade an diesem Point. Online gebucht, musst du online buchen, damit du so einen Eingangsslot hast. Ja, wir gucken uns jetzt gleich mal in Ruhe an. Soll, jetzt muss ich lügen, 1,5 Kilometer lang sein. 1,6. Irgendwie ja. Bis zu 3 Stunden kann man da wohl laufen. Ja. Je nachdem, wie schnell man da ist. Das, wir machen da die Kamera an. Gucken wir mal. So, hier gibt's noch Snacks. Hier kannst du auch noch Tickets kaufen, sehe ich gerade. So, wir haben die aber alle schon. Jö, also. Ich bin gespannt. Ich war noch nie eine Klamm. Du auch noch nicht, ne? Nee. Oder? Nee. Wann auch, ne? Wir sind ja seit 150 Jahren zusammen. Vor allem, wenn, dann waren wir im Winter. Und die hatte zu. Die hatte dann zu. Weil ich noch vergessen habe, wir sind jetzt natürlich mit dem Fahrrad hier hoch. War ja klar. Und hier ist der Parkplatz. Du kannst also auch mit Auto. Ja, ich glaube, du kannst hier auch zur Not mit Wohnmobil stehen. Ja, ich bin gerade am gucken. Guck mal, da hinten noch stehen die Vans. Da wirst du wahrscheinlich auch mit dem Wohnmobil stehen können. Wenn es jetzt kein Morello ist. Also, es sind 5 Euro für 5 Stunden. Mhm. Länger kannst du ja auch nicht parken, oder? Bezahlst zweimal. Keine Ahnung. Also, zahlst beim Rausfahren wahrscheinlich dann nochmal. Mit einem Campingcar, beziehungsweise hier mit einem Wohnmobil. Ja, wenn Größe, 6,40 Meter geht noch, ja. Sehe ich da zumindest. Ja, Kastenwagen. Kastenwagengröße. Na, so ein Zufall, da kommt gerade einer und der darf wohl drauf. Also, alles was in diese Richtung hat, geht. Alles was größer ist. Also ganz ehrlich, ich würde es versuchen. Ja. Da hinten ist auch noch so viel Platz, ich würde es versuchen. Wenn nicht, du hast hier jede Menge gute Wendemöglichkeiten, auch mit Morello, das kriegst du schon gut hin. Ja, ist doch so. Also der Weg hier oben mit dem Bus war ja easy, ne? Nur kann man ja nicht anders sagen. Ja. Fährt auch nur irgendwie 10 Minuten oder was, wenn überhaupt.
Aber mit Wohnmobil hier hochzufahren, versuchtet ihr es gar nicht. Hier sind immer alle Schilder. Nur mal so ein Tipp am Rande. Genau, Durchfahrt verboten. Ne? Wenn der eine meint, ich fahre trotzdem, der hat ein echtes Problem. Auch von den Straßen her? Ja. Schon eng? Ja. Nice. Ist aber sehr locker. Passt schon. Los geht's. Wir sind drin. Ich weiß ja nicht, ob man uns hören kann, aber schwer beeindruckend, ja, oder? Ja. Alter. Schön. Richtig schön. Naturschauspiel, ja. Nur Naturpower. Ja. Mega geil. Manchmal ist ein bisschen nass hier. Och, also Regenjacke mitzunehmen ist nicht das Schlechteste. Ja, vernünftiges Schuhwerk. Das ist ja mal klar, ne? Echt cool. Echt cool. Ja. Ist schon geil. Also, was die Natur hier geschaffen hat, mega, Respekt. Mega, ne? Unbedingt machen, wenn ihr hier seid. Lohnt sich. Kurz bevor das Wasser fällt, wird es ruhiger.
auch für Hunde geeignet, aber kein Kinderwagen oder so. Nee. Alles, was du tragen kannst, kannst du machen. Aber hier kommst du mit dem Kinderwagen auch nicht so gut hoch. Jo. Also man sollte schon ganz gut zu Fuß sein, ne? Ja. Zumindest so das letzte Stück mit dem Treppchen hier. Ansonsten kannst du halt gut laufen. Jo, also wir gehen jetzt zurück zum P3. Ja. Der fährt uns zum P1. Ja. Und da stehen die Bikes. Ja. So ist der Plan. Wenn das funktioniert. Zur Not, dass der uns da, was weiß ich, zum Eingang. Direkt nach Dortmund wieder. Nö, was sollen wir denn in Dortmund? Zum Fox Creek. Fox Creek. Ja, also wir gehen jetzt hier ein bisschen durch den Wald. Und dann passt das schon. Ein bisschen Lost Places gucken. Gleich geschafft. Ja, das war jetzt aber auch schon ein Pfund, ehrlich gesagt. Da steht P3. Jetzt müssen wir nur noch hier runter. Crazy Duck. Was für ein Duck? Crazy Duck. Okay. Ja, passt ja. Also der ist da runter, der P3, wo wir gerade davor standen, ja, vor dem Schild. So, wir sind angekommen. Zumindest hier an diesem Etablissement. Ja, also das ist jetzt so ein slowenisches Bier. Ja, One Hour Crazy IPA. Probieren wir das mal. Crazy Duck Brewery. Ja, Skoll. Und du brauchst ein Glas? Ich nehme aus dem Glas, ja. Kultur? Kultur, ja, wir machen das jetzt mal hier. In Potlach. Da ist auch ein bisschen was drin. Okay. 6,8. Okay, gemerkt. Also nur eins. Mhm. Ja, wir gucken jetzt mal, dass wir gleich runterkommen zum P3 jetzt. Ja. Und von da aus zum P1, da stehen unsere Bikes. Genau. Ja, wie vorhin schon gesagt. Nee, der fährt uns zum Eingang. Und dann von da aus. Ach ja, je. Okay. Du kannst ja auch kompliziert machen, ne? Wir sind jetzt hier von diesem, da wo wir gerade ein Bier getrunken haben, praktisch der Ausgang der Klamm. Sind wir jetzt nochmal 10 Minuten runtergelaufen zum P3. P3, ja. Das ist auch so ein Park and Ride für, genau, Shuttlebus für den Eingang zur Windgar-Klamm. Genau. So, was ich aber ursprünglich sagen wollte, schaust du hier, guckst du da, steht ein Wohnmobil. Und man könnte sagen, hier kannst du vielleicht mit Wohnmobil parken. Zumindest mit einem nicht ganz so langen. Jo. Ja gut, hinten mit Überstand fährst du rüber, passt schon. Also hier könntest du dann theoretisch, ich sehe auch, boah, das Bier macht mich fertig. 6,8 Volumenprozent. Crazy Duck. Genau. So, ich sehe jetzt aber auch hier nicht, dass du hier nicht parken darfst mit Wohnmobil. Nee. Also, P3, merken. Ach, Christine guckt schon wieder nach Arbeit. Schatz, du hast Urlaub. Jetzt kommen erstmal ein paar Nachträge. Ja. Jetzt sind wir schlauer. Jetzt sind wir schlauer, genau. Als da wäre? Punkt 1. Ich habe, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, dass der Stellplatz hier kein WLAN hat. Falsch. Hat er. Passwort, das steht alles da, wo wir gerade, wo ich gerade den Platz aufgenommen habe. Die ist da gerade draußen. Da sollte man vielleicht nochmal fragen, wo die Entsorgung ist. Ach so, ja. Ja, das nächste ist, die haben hier eine Entsorgung offensichtlich. Für Grauwasser. Also Toilette ist ja hier an dem Häuschen, das Chemietoilette. Wasser ist am Platz, aber die Grauwasserentsorgung. Das klärst du jetzt. Die ist da gerade draußen hier. Das klärt sie jetzt mal. Moment. Und? Also, wenn hier, da wo das breiter wird, da ist an der rechten Seite so ein grüner Stab mit einem roten Oberteil. Da ist ein Gulli rechts und da ist ein Gulli links.
Und da kannst du Grauwasser entsorgen. Morgen. Also auf jeden Fall gibt es da eine Entsorgung. Wenn nicht, dann müsst ihr ihn nochmal fragen. Genau. Sie so. Ist wirklich total nett, die Dame. Die Klamm, mega. Ja. Gut, war unsere erste Klamm. Und für uns war die natürlich mega. Wenn ihr da schon 1000 andere gesehen habt, schreibt das mal gerne in die Kommentare rein. Also wir fanden das schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine gute Stunde gebraucht, waren 2, irgendwas Kilometer. Und wenn du dann rauskommst aus der Klamm, so Helm ab, Haarnetz wieder abgeben, alles gut, dann geht das... Dann ist das alles ein bisschen verwirrend. Es dann ist geht nicht, die Verwirrung los. Das ist nicht gut beschrieben. Du kannst das einmal rechts rum zurücklaufen, du kannst links rum zurücklaufen. Du läufst dann aber nicht wieder durch die Klamm zurück, sondern irgendwie durch den Wald. Genau, außenrum. Du kannst aber auch zu einem anderen Parkplatz P3 laufen. So, und dieser Weg ist sehr schlecht beschrieben. Der Weg ist auch treppentechnisch... Also ist so... Ihr habt die Bilder gesehen, die habe ich ja schon, glaube ich, eingeblendet. Wenn nicht, dann mache ich das jetzt gerade noch. Das ist schon nicht ganz ohne. Also... Da sollte man schon gute Kondition haben. Also ich bin da bald gestorben. Na, du bist ja fast. Bist ja wieder da. So. Nee, aber das war so. Und dann stehst du davor, da wo wir das Bier getrunken haben. Und dann guckst du P3 irgendwo rechts rum. Dann kannst du wieder zur Klamm. Also ganz ein Weg ins Nirgendwo, dieses P3, ja, wo du denkst, okay, ne? Das kann ja nicht richtig sein. Und dann sind wir ja unten an diesem P3 angekommen. Und da habe ich ja gesagt, dass man da auch mit dem Wohnmobil wohl stehen kann. Ja, das geht. Also Tipp von uns, wenn ihr mit Wohnmobil so nah wie möglich dran wollt, P3. Ja. Ich blende jetzt hoffentlich mal eine Karte ein und zeige euch das mal, wo das ist. Oder ja, die Straße vielleicht. Auf jeden Fall P3 ist besser noch als P1, was ich am Anfang gesagt habe, wo diese Vans da standen. So, und der kostet auch irgendwie 5 €. Also das also nicht übernachten, aber hinfahren, Klamm besuchen, wegfahren. Und wie gesagt, mit 5 Stunden kommt man gut hin. Ja, ne? Das da ist, kannst du auch 3 Bier trinken, schaffst du immer noch. Ja, dann schaffst du nur das Autofahren nicht mehr. Ja, jetzt wo du das hast. Nicht nach dem Bier. Bist du so schlau. Aber kannst aber du auch, einer kann ja dann kann Bier der andere trinken. Fahren. Der so. Andere trinkt dann dafür ein Bier mehr. Genau. Nee, das ist, also P3 wäre für mich die bessere Wahl. Dann hätten wir das doch jetzt erstmal alles geklärt, so will ich mal hoffen. Genau. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie rein. Und morgen geht's weiter. Genau. Es soll ja Wetter besser werden. Unbedingt, unbedingt. Ja, Wetter soll besser werden, definitiv. Wir werden morgen nach Ljubljana fahren. Jo. Und die Stadt ein bisschen unsicher machen. Morgen ist Freitag. Das, glaube ich, passt noch ganz gut. Mhm. Freitag, Samstag, Ljubljana. Mhm. Und Sonntag zischen wir wieder ab. Ja. Oder so. Irgendwie so in der Richtung. Ja, wir müssen ja ganz klar sagen, also einen Plan haben wir ja nicht. Nee, also überhaupt nicht. Wir gucken jeden Tag rein und sagen, wo könnte noch schön sein. Ja. So. Wir sehen uns morgen in Ljubljana. So Gott will. Ja. Hat nämlich wieder ein bisschen angefangen zu regnen, mhm, übrigens. Wir sind aber noch relativ trocken wieder nach Hause gekommen. Hat nur ein bisschen genieselt. Haben wir's? Haben wir's. Prima, bis später. Mhm.